Hallo meine Lieben, es ist heute Dienstag. Es ist Dienstag, ich habe in letzter Zeit nicht so viel gedreht. Es ist jetzt schon wieder der 18. Februar. Ich habe nichts gedreht, seit ich von meinem Kurzurlaub zu Hause wieder zurück bin. Der Vlog hat sehr viel Spaß gemacht, aber seitdem ist nichts passiert. Ich habe Zeit mit meiner Freundin verbracht, eine sehr schöne Zeit. Deshalb war ich auch kaum zu Hause, ich war nie hier und habe deshalb gerade gestern noch schnell ein Paket abgeholt. Das wäre der letzte Tag gewesen, an dem ich es hätte abholen können, sonst wäre es zurückgeschickt worden. Und das wäre schade gewesen, denn es ist ein riesiges Paket vom lieben Armin. Ich weiß noch nicht, was drin ist, ich habe nur gesehen, es ist ziemlich riesig. Ich bin mal gespannt. Ich habe es, wie gesagt, aufgemacht, damit es jetzt schneller geht, weiß aber noch nicht, was drin ist. Wir gucken mal rein. Da haben wir das Paket. Okay, ihr seht, ich habe es noch nicht mal ganz aufgemacht. Moment. So. Na komm. So, zack. Okay, es ist auf. Ich sehe Zeitung. Weg. Was ist das denn? Bleach-Mangas. Willst du mir jetzt sagen, das ganze Ding hier ist voll mit Bleach-Mangas? Wie viel gibt's denn davon? Ach du Scheiße. Warte mal, was ist das denn? Letter B. Der erste. Das Herz ist eine mächtige Waffe. Im Reich Amberground herrscht ewige Nacht. Licht gibt es bloß in den Hauptstädten. Nur die tapferen Letter B halten die Verbindung zwischen den Bewohnern aufrecht. Sie sind die einzigen, die in den Briefen die Herzen der Menschen überbringen und sich monströsen Insekten stellen, die in der Dunkelheit lauern. Aha. Den werde ich mir mal anlesen, den ersten. Und hier sind echt... So wie es aussieht. Was ist das hier? Irgendeine Box? Achso, das ist einfach nur so eine Box. Hier sind echt tatsächlich, ich gucke mir mal die Nummern an, wenn man von hier ausgeht, 10 alle Bleach-Mangas drin. Also ich weiß jetzt nicht, ist Bleach schon beendet? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall von Band 1 bis 35 oder so sind hier alle Bleach-Mangas drin. Und ich habe die ersten 4 meiner Meinung nach gelesen. Okay, den kenne ich noch nicht. Dann habe ich die ersten 3 gelesen. Ja, die ersten 3 Mangas habe ich, glaube ich, gelesen und dann habe ich aufgehört. Einfach, weil es mich jetzt nicht so übelst gereizt hat. Aber mir sagen immer wieder Leute, der Manga soll echt gut sein. Ich soll den auf jeden Fall mal weiterlesen. Und mal ohne Witz, wenn ich die jetzt echt schon alle hier habe, so wie ich Armin kenne, sind die geliehen und ich schicke ihm die irgendwann wieder zurück. Weil das hat ja einen verdammten Wert, diese ganzen Mangas. Aber wenn ich sie jetzt eh hier rumliegen habe, dann werde ich sie auch garantiert lesen. Also, toll gemacht. Ich habe jetzt gar keine Wahl zu sagen, ich lese jetzt nicht Bleach. Ja, ich sehe da, die ersten 3 Bleach-Mangas habe ich. Das heißt, ich werde jetzt zwangsweise Bleach lesen. Na, ganz toll. Da wird sich ja Peter sowieso freuen. Und das andere Ding klingt auch irgendwie interessant. Und die werde ich mal lesen. Vielen Dank für die Leihgabe, Armin. Die werde ich mir mal reinziehen. Ah, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch, meine Lieben. Ja, es ist lange her, dass ich was gedreht habe. Es ist aber auch lange her, dass irgendwas passiert ist. Zum einen habe ich die ganze Woche jetzt, war ich eigentlich nicht zu Hause. Ich habe auch die ganze Woche nichts gespielt. Ich war zwischendurch mal shoppen, aber der Tag war eh wieder so eng und vollgepackt, dass ich keine Zeit hatte, zwischendurch zu filmen. Und das einzige Interessante, was ich mir gekauft habe, also ich habe mir neue Schuhe gekauft, einen neuen Handball gekauft. Moment, den Handball kann ich euch sogar mal zeigen. Den habe ich sogar hier noch in der Tasche. Ich habe ja eigentlich fast alles noch in der Tasche. Dann habe ich mir 3 neue Toriko-Bände gekauft. Denn ich weiß nicht, wie der Manga das macht. Obwohl er objektiv betrachtet so viel falsch gemacht hat, hat das irgendwie geschafft, sich doch noch ein bisschen interessant zu halten. Und zwar gibt es die neue Select-Reihe bei den Handbällen. Und den habe ich mir gekauft, weil ich finde den echt richtig schön griffig. Das ist mir halt richtig wichtig. Ich spiele ungern mit Backe und beim Training sowieso nicht. Und in den meisten Hallen darf man auch gar nicht mehr mit Backe spielen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass die griffig sind. Der grüne Handball von meiner Schwester, den habe ich auch noch. Der ist leider mittlerweile, der war richtig gut, der Handball. Das war einer der griffigsten Bälle ohne Backe, die ich je hatte. Leider ist das jetzt schon so ein bisschen abgekrabbelt, das Ganze. Mit dem habe ich halt auch ständig viel gespielt über die Jahre. Und deshalb brauchte ich jetzt mal einen neuen, der schön griffig ist. Und dieser Select hier, den kann ich euch empfehlen, auch wenn der sehr bunt ist. Den habe ich jetzt und der ist auch richtig schön griffig.
Ja, ich sitze gerade im Auto, ich komme gerade von ihr. Wir hatten eine wunderschöne Woche und auch ein wunderschönes Wochenende. Gut, den Sonntag haben wir noch. Ach, das ist alles wirklich wunderschön im Moment. Da könnt ihr euch wirklich für mich freuen, da bin ich sehr glücklich. Aber genug davon. Toriko, wie gesagt, muss ich noch lesen, die drei neuen Mangas. Ich bin da jetzt, glaube ich, bei Band 8, 9 und 10 habe ich mir jetzt geholt. Kann auch 9, 10, 11 sein, weiß ich nicht. Dann habe ich ja parallel die Bleach-Mangas, die ich jetzt da ja habe, die ich mir mal angucken kann. Dann werde ich jetzt eine Review zu Donkey Kong Tropical Freeze heute versuchen noch hochzuladen, werde zum Fußball fahren und dann mal gucken. Ich muss morgen früh arbeiten. Um 5 möchte ich im Laden sein und noch ein bisschen nachholen von Samstag. Und es ist schwierig. Wir haben in letzter Zeit halt, habe ich ein bisschen zu viel geschlafen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend früh genug zur Ruhe kommen würde, damit ich auch vernünftig hochkomme. Weil ich halt nichts davon, dann halt mal 3 oder 4 Stunden zu schlafen. Dann bin ich eher müde. Ich mache dann, glaube ich, eher durch heute und bin dann morgen auf der Arbeit und dann morgen Abend schön kaputt. Dann kann ich morgen Abend nämlich gut schlafen und komme besser in die Woche. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, entscheide ich heute Abend. Ansonsten muss ich jetzt gleich auf jeden Fall nochmal in die Stadt, denn ich habe ihr versprochen, ihr einen lecker Cappuccino mitzubringen heute. In dem Irrglauben, dass Tankstellen sowas ja haben. Haben sie aber nicht. Die haben immer nur Kaffee, aber nicht diese Pötte mit Cappuccino drin. Jetzt muss ich gleich noch zum Rewe City rüber. Ist aber egal, denn wie man so einigermaßen erkennen kann, ist richtig wunderschönes Wetter. Da hinten ist die Sonne. Da seht ihr die Sonne. Es ist richtig traumhaftes Wetter und deshalb so ein kleiner Spaziergang. Wir haben schon einen Spaziergang gemacht, aber ich kann ja nochmal alleine los, ne? Sag mal, wir haben, ja gut, Ende Februar, aber das war ja schon, ist ja schon die ganze Zeit so. Guckt euch das mal an wieder. Das ist so ein Traumwetter und heute habe ich sogar was davon. Denn heute habe ich ein bisschen frei. Ne, Sammy? Ja, Sammy, sag was. Er will einfach nur nach Hause. Er hat irgendwie nicht mehr so Bock auf Gassi gehen. Dabei ist heute geiles Wetter. Mach mal was. Naja, kurze Runde Gassi, dann liefere ich den Hund ab und dann habe ich einen freien Nachmittag und Abend. Dann mal gucken, was ich mache. Er macht schon wieder Blödsinn. Das ist voll krass. Ich komme gerade so aus der Wohnung und gehe hier jetzt so lang und es ist so unglaublich. Es riecht so krass nach Frühling. Also es ist nicht nur, es ist total warm für diese Jahreszeit. Aber es riecht auch einfach so. Das ist total angenehm. Ich habe hier ein bisschen Sonne im Gesicht. Bin gerade erst so aus der Wohnung raus und ich so, oh. Es ist so herrlich. Es ist volle Pulle Frühling irgendwie. Und wir haben noch nicht mal März. Ach ja. Freier Tag heute. Mal gucken, was ich heute mache. Tja, jetzt ist auch schon wieder Mittwochabend. Ich habe gleich Handballtraining. Und das war's auch schon wieder jetzt. Ich will jetzt einfach mal wieder irgendwas hochladen und nicht warten, bis irgendwas passiert. Ich kann euch nur erzählen, ich lese im Moment Toriko. Moment hier. Ich bin im Moment in der Mitte von diesem Band, von Band 12 bin ich mittlerweile. Toriko macht irgendwie doch wieder Bock. Ich habe den ersten Bleach-Manga gelesen, muss aber, glaube ich, den dritten erstmal wieder lesen. Ich weiß gar nicht mehr, ich finde mich da gar nicht mehr zurecht. War sonst noch irgendwas? Nö. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass im Moment hier so selten was kommt. Das heißt einfach nur, dass ich im Moment mein Leben einfach in vollsten Zügen genieße. Es geht mir alles, was angeht, was Beruf, Liebe und Hobby und so, was alles angeht, geht es mir eigentlich so gut wie schon lange nicht mehr. Und mit dem Daumen wird auch immer besser, deshalb auch gleich zum Handballtraining. Am Wochenende dann Spiel. Also macht euch keinen Kopf um mich. Mir geht es einfach nur super bestens, alles bestens. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Zeit. Ich melde mich wieder, sobald irgendwas Spieletechnisches passiert. Aber im Moment spiele ich auch einfach so gut wie gar nichts eigentlich. Und ja, macht euch eine schöne Woche. Ich melde mich irgendwann am Wochenende, drehe ich mal wieder was oder so. Peace.